Ich möchte noch einmal ein Thema aufgreifen, welches immer wieder auf diesem Kanal ein Begriff war und ist. Dafür folgende Fragestellung. Habt ihr euch schon mal in einer zwischenmenschlichen Auseinandersetzung in eurem Umfeld mal gefragt, wie es sein kann, dass studierte Menschen, Akademiker, Doktoren bis hin zu Professoren die offensichtlichsten Tatsachen im Hinblick auf die Probleme in diesem Land bestreiten? Hochintelligente, gebildete Menschen, obwohl die Dinge so schwer nicht sind, trotzdem das Zugeständnis verweigern. Sich schwer tun zu verstehen, was das Problem an einer Zwangsimpfung ist, entgegen aller Fakten nicht begreifen können, was für einen Schaden die Asyleinwanderung der letzten Jahre in diesem Land angerichtet hat oder von der Black Lives Matter-Thematik nur die eine Seite kennen. Lassen wir mal das Thema Bildung beiseite. Jeder von uns kennt mindestens einen sehr intelligenten Menschen, der nicht dazu in der Lage ist, das Zugeständnis zu machen, dass wir beispielsweise ein eklatantes Problem mit Migrantenkriminalität haben, obwohl es die polizeiliche Kriminalstatistik Jahr für Jahr schwarz auf weiß bestätigt. Daran wird deutlich, dass Intelligenz, Bildung sowieso nicht, aber auch Intelligenz und Reife alleine nicht ausreichend sind für Erkenntnisgewinn. Bei der Frage nach der Ausgestaltung des politischen Spektrums sollte man sich daher nicht der Illusion hingeben, dass alleine sachliche Inhalte ausschlaggebend wären für die politische Ausrichtung eines Individuums. Ich würde sogar so weit gehen, nach allem, was wir derzeit hierzulande erleben, zu sagen, dass Inhalte sogar eine eher untergeordnete Rolle spielen. Psychosoziale Komponenten können dabei viel gewichtiger zu Buche schlagen, die da wären. Lagerzugehörigkeit. Man wird viel eher geneigt sein, eine Position einzunehmen, die das bisherige Umfeld als vertretbar erachtet, unabhängig davon, ob es sich um völlig verschiedene und unabhängige Themen handelt. Beispielsweise, was hat der Ukraine-Konflikt mit der Impfpflicht zu tun? Ist es Zufall, dass viele, die sich damals auf ihrem Facebook-Profil zur dreifachen Impfung bekannt haben, sich nun blau-gelb über das Profilbild legen? Was ein weiteres psychosoziales Motiv für Meinungsbildung ist, der Mainstream verspricht die Sicherheit. Deswegen ist die Herde ein sicherer Ort. Nein, deswegen ist die Herde eine Herde. Das ist es Naturell einer Herde, nämlich Sicherheit, bloß nicht auffallen, bloß nicht aufmucken, schön unterm Radar fliegen und den Kopf unten halten. Die einzige Frage, die sich der Mainstream-Normie aus der Herde stellt, ist, what is the current thing, um damit stets auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu bleiben. Weitere psychosoziale Komponenten können sein Profilierung, Drang nach Individualismus oder auch ganz banal einfach Streitlust. Das können relevante Faktoren sein, wenn es um die Positionsfindung geht. Ein Faktor sticht meiner Meinung nach ganz besonders aus dieser Reihe hervor, nämlich, ihr kennt den Begriff, Erkenntnisangst. Erkenntnisangst ist das Phänomen überhaupt, weshalb manche Bücher manchen Menschen für immer verschlossen bleiben. Der Moment, in dem Neo zögert, bevor er nach der roten Kapsel greift, das ist Erkenntnisangst. Das heißt, für Erkenntnisgewinn brauchst du Erkenntnismut. Eine neue Sichtweise wird dir in den meisten Fällen Mut abverlangen. In meinem Video zur militanten Veganerin habe ich damals im Thumbnail die Frage gestellt, was, wenn sie recht hat? Diese Frage habe ich mir nicht zum ersten Mal gestellt. Dieselbe Frage habe ich mir gestellt 2015, als ich aus dem Islam ausgetreten bin, in Bezug auf den Islamkritiker Hamed Abdelsamad und den Islamaufklärer Michael Stürzenberger, der damals schon auf deutschen Straßen über den Islam aufgeklärt hat. Welcher Glaube haben Sie? Ich bin Agnostiker. Was heißt Agnostiker? Was, wenn der andere, wenn dein Gegner recht hat? Was folgt daraus? Die Frage ist unabhängig davon, ob er recht hat oder nicht. Es geht hierbei darum, hypothetisch davon auszugehen, dass er recht hat, um sich danach der Frage anzunehmen, was daraus resultieren würde, um sich damit bewusst zu machen, wovor man eigentlich Angst hat. Denn meistens fürchten wir eine Erkenntnis nicht wegen der Tatsache selbst, sondern wegen dem, was nach der Erkenntnis kommt. Ich halte das für eine sehr mächtige Frage in der politischen Auseinandersetzung, um sich seine Erkenntnisangst zu vergegenwärtigen. Und um das zu untersuchen, haben sich einige Exemplare hierzu in den letzten Wochen angeboten. Eine weitere sehr kritische Position finde ich auch, dass sie nach ihrer Aussage unvoreingenommen mit absolut jedem redet. Und das finde ich, gerade wenn es um offensichtlich rechte Akteure geht, sehr, sehr kritisch. Im rechten Gedankengut eine Plattform zu bieten, ist genau das, was die wollen. Die wollen nicht in den Diskurs gehen, die wollen nicht debattieren. Doch, wir wollen ergebnisoffen darüber diskutieren und ich denke, das hat unser Fall auch bestens gezeigt, denn Schlomo und ich, wir hatten unterschiedliche Standpunkte dazu. Schlomo hat es beispielsweise nicht angenommen. Ich hingegen für meinen Teil habe es angenommen und ich habe damit gezeigt, dass ich dazu in der Lage bin, dem Gegner Recht zu geben, unabhängig davon, welche Standpunkte er sonst vertritt oder welchem Lager er angehört. Aber so ist es mit Ideologen. Die ideologische Brille trübt den Blick auf die Realität. Zudem ist das der Beweis dafür, dass auch die alternativen Denker in dieser Szene auch unterschiedlicher Meinung sein können und nicht einer Agenda angehören.
Wie stellen sich diese Leute eigentlich ihre Opposition vor, dass wir bei allem, was wir tun, einen geheimen Plan verfolgen und händereibend vor den Monitoren sitzen und schauen, wie wir politischen Profit aus den Ereignissen ziehen können? Feroz, da hat jemand ein Video über dich gemacht. Oh, die Bahn kündigt eine Verspätung an. Meine Katze will Futter. Da muss ich dich leider enttäuschen, wir sind nicht wie ihr, die für jedes Ereignis eine Vorgabe, eine wegweisende Schablone brauchen. Wir machen uns unsere eigenen Gedanken und hättest du nicht nur gesehen, was du sehen möchtest, sondern was tatsächlich ist, dann wäre dir der unterschiedliche Ein- und Ausgang der Debatten mit Raffaella aufgefallen. Und es gibt schon einige Beispiele mit Talks mit rechten Akteuren, die sie geführt hat und denen quasi damit auch eine Plattform bietet. Oder auch Leon Lovelock, der auch mal gerne ganz oft hart schwurbelt, gerade auch was Corona angeht. Da wird ein Feroz-Khan als Held gefeiert, weil er jetzt anscheinend vegan wurde und vegane Ansichten über Telegram oder ähnliches verbreitet. Und natürlich wird sofort an diese Person eine Anfrage rausgeschickt, dass man darüber ja mal reden kann. Jetzt muss ich mich also schon für Applaus von der richtigen Seite rechtfertigen. Dass sich eure Anhänger für Applaus von unserer, also der falschen Seite, rechtfertigen müssen, das ist ja seit Jahren hinlänglich bekannt. Also einige haben geschrieben, Nazi-Jargon, und da begeben sie sich in Gebiete, wo ich sage, sie schüren eher oder sie verstärken eher Ressentiments, als sich dem entgegenzustellen. Haben Sie Angst davor, dass Sie da Applaus von der falschen Seite kriegen? Nein, mehrmals? Irgendwie schon. Dann hatten wir das danach, dass dann so ein YouTuber so ein Video über mich gemacht hat, so ein nationalistischer Blablabla. Dann habe ich ihn darauf angesprochen, meine, guck mal, Bro, das ist das, was ich meinte. Hier habe ich hier 50.000 Kommentare von denen. Und für ihn war das mehr so, ja, aber ist doch gute Promo für alle. Und ich dachte, Digga, das ist doch nicht geil, Alter. Aber das setzt dem Ganzen eine Krone auf. Was kann ich denn dafür, wenn Linke mich feiern? Soll ich jetzt, um dem entgegenzutreten, doch wieder Tiere schlachten lassen? Linke sind auch nicht mehr das, was sie nie waren. Und das finde ich noch das Schlimmste, wenn man mit Rechtsextremen sogar versucht, ein positives Gespräch über den Veganismus zu führen. Kann diese Person vielleicht sogar sympathisch rüberkommen lassen? Die könnten noch sympathisch rüberkommen. Oh mein Gott, am Ende denken die Leute noch, dass wir Menschen sind. Und das können wir natürlich nicht so stehen lassen, denn wir alle kennen das linke Narrativ, dass Rechte Ratten und der Blinddarm der Gesellschaft sind. Und vergessen wir bei all der Ausgrenzung und Hetze gegen uns eins nicht, bei all dem sind immer noch wir die Spalter der Gesellschaft. Jeder, der die Migrationspolitik auch nur im Mühe kritisiert oder die Corona-Impfpflicht fragwürdig findet, der darf nicht mehr zu Wort kommen, den darf man keine Bühne mehr bieten, man darf nicht mehr mit ihm sprechen, man darf doch nicht einmal seinen Namen in den Mund nehmen. Das ist der Blinddarm der Gesellschaft, Ratten, die in ihre Löcher zurückgeprügelt gehören, O-Ton, ARD, Tagesschau, aber diese Leute sind auch gleichzeitig die Spalter der Gesellschaft. Das ist etwas typisch Linkes. Linke dieser Tage werfen immer Rechten präventiv das vor, was sie selbst betreiben, damit man es ihnen nicht mehr vorwerfen kann. Achtet mal drauf. Ein weiterer Punkt, den ich ebenfalls sehr kritisch finde, ist das Zusammenführen ihrer Community mit der rechten Bubble. So pusht sie durch ihre polarisierende Art, beispielsweise Kanäle wie Schlomo, Achse Ost-West und so weiter. Und damit wurden Leute animiert, ebenfalls in diese Bubble einzutauchen und auch diese Menschen finanziell zu unterstützen. Sie bezeichnete dann beispielsweise Achse Ost-West als Held, obwohl seine politische Einstellung, sag ich mal, ziemlich schwierig ist. Ist das alles? Das sind eure Argumente nach über 6 Jahren meiner Person in der Öffentlichkeit? Dass ich rechts bin und meine politische Einstellung schwierig ist? Gerade Menschen aus dem rechten Lager versuchen immer in den Diskurs zu gehen, egal bei welcher Diskussion. Und das natürlich nur, um weitere Menschen auf ihre Seite zu ziehen. Lieber Kevin, falls dir das noch nicht bewusst ist, das macht jeder, der sich politisch betätigt. An öffentlichen Debatten teilnehmen, um Menschen zu überzeugen. Das machen Opportunisten wie du, das machen militante Veganer, das machen LGBT- oder Klimaaktivisten, das machen linke Aktivisten im Journalistenkostüm à la Georg Restle, nur mit dem Unterschied, dass wir seinen Antifa-Aktivismus auch noch alle mitfinanzieren dürfen. Das macht ausnahmslos jeder in der politischen Debatte, ansonsten bist du politisch überflüssig. Seine zu ziehen. Da wäre es egal, ob das Veganismus oder irgendein anderes Thema ist. Sonst würden vermutlich auch bekennende Nazis keine Videos mit einem Scharo von Biskitchen oder Tom Supreme drehen. Neonazis sind allerhöchstens für Sensation zu gebrauchen, aber bestimmt nicht für intellektuelle Höhen oder gestochene Gesellschaftsanalysen. Sie erhalten euer Trugbild von eurer Opposition aufrecht und gleichzeitig, äußerst praktisch, bringen sie Sensationsklicks und ihr könnt mit der Illusion schlafen gehen, ihr würdet mit jedem sprechen. Komischerweise wird die moderatrechte Bubble bei solchen Dialogsuchen immer übersprungen, weil sie wissen, dass sie auf ihren Gebieten schlagen können. Ich spreche bestimmt nicht mit jedem, ich spreche nur mit denen, die ihr argumentativ einfach eintüten könnt oder die euch Sensationsklicks bringen. Und Charo von Beast Kitchen ist hierfür ein besonders gutes Beispiel.
Bei allem Respekt, Alpha Kevin, wenn du doch keine Ahnung hast, worüber wir auf unseren Kanälen sprechen, wenn du nicht ein einziges Video von uns zusammenfassen kannst, dann halt's doch bitte einfach aus. Es ist keine Schande, apolitisch zu sein, aber viel Meinung haben, obwohl man keine Ahnung hat, das ist schon sehr blamabel. Was willst du uns denn erzählen über Politik? Mach du dein Trash-Tube, mach Gaming auf Twitch oder deine überflachen Normie-Kommentare für IQ-80-Kandidaten, aber lass Politik sein, wo Politik ist. Du hast keinen blassen Schimmer, würfelst alle 4 Jahre einen bunten Würfel, um zu schauen, wo du dein Kreuz machst, wobei man bei der Farbe Blau nochmal würfeln darf und würdest eine Live-Debatte gegen Schlomo oder mich keine Minute überstehen. Keine Ahnung, aber viel Meinung, so kennen wir opportunistische Normies wie Alpha Kevin und Konsorten, in einer Tour geht das so. Schlimmste, wenn man mit Rechtsextremen sogar versucht, ein positives Gespräch über den Veganismus zu führen, kann diese Person vielleicht sogar sympathisch rüberkommen lassen, ohne dass man die anderen Themen behandelt und diesen Personen einfach eine Plattform bietet, die sie nicht haben sollten. Und dazu noch von diesem Moderator auf dem Discord zu diesem Thema die Aussage, dass er, wenn dieser Feroz Khan veganen Aktivismus... Also wenn der jetzt anfängt mit veganen Aktivismus, dann kriegt er sowas von Spenden von mir geballert. Ich bezweifle, dass Unge weiß, von wem hier die Rede ist oder dass er auch nur ein Video von mir, ein einziges Video zu Ende geschaut hat, aber Hauptsache schockiert gucken, weil die linksextremistische Antonio Amadeo Stiftung sagt, die bösen Rechten da. Oder dieser Dekaldent-Verschnitt hier und da, liebe Freunde, hat sich das Niveau wirklich endgültig etabliert. Oh Gott, bitte nicht, Alter. Alter, sie hatte schon kein gutes Standing bei mir, aber das ist ja wirklich auf Linoleum-Niveau, ey. Ganz weit unten, ey. Hier kommt sein bestes Argument gegen seine Opposition. Oder vegan sein ist anscheinend schon ein ganz schöner Freibrief. Die Frage, die ich jetzt hier habe, ist, und das möchte ich in diesem Kontext mal fragen. Wenn du vegan bist, wie oft kannst du einen Hitlergruß in einem Video machen, bevor das kritisch und sauer aufstößt? Gibt es da eine Zahl? Haben wir da eine Zahl? Irgendwas? Wir möchten die Massentierhaltung unbedingt beenden. Die ganzen Internierungslager können wir dann noch anders benutzen. Ja, für mehr haben die Gehirnzellen nicht gereicht, aber Hauptsache, man konnte Linken wieder in den Arsch kriechen und sich mit 250.000 Klicks eine Daseinsberechtigung erkaufen. Oh. Wer hätte gedacht, dass sich hier doch ein ganz komisches Bild zeichnet? Kommt da noch irgendein Argument, außer Witze auf heute schon Niveau und peinliches Gelächter, um die eigene Hirnlosigkeit zu überspielen? Ist Feroz Khan. Feroz Khan. Kennt ihr noch diese Szene aus dem Joker-Film? I wasn't bothering. Just stop. I was... What, you think that's funny? Sorry, I haven't. Entschuldigung. Kann diese Person. Entschuldigung. Immerhin, Selbsterkenntnis ist stets der erste Schritt. Boah, das ist ja wirklich auf Linoleum-Niveau, ey. Ganz weit unten, ey. Das nächste Beispiel ist dieser junge Mann hier. Und ja, ich sage bewusst Mann, weil ich will mich nicht dümmer stellen als ein Hund. Und selbst Hunde erkennen Geschlechter. Sind Hunde jetzt in eurer Welt auch transphob? Dieser Hund meldet ernste Bedürfnisse bei Ihnen an. Also jetzt nicht, also ein Hund weiß, dass er sie nicht decken kann. Aber ein Hund kann schon Geschlechtlichkeiten unterscheiden. Das heißt, er weiß natürlich am Geruch, wer ist Mann, wer ist Frau. Ihr könnt euch gerne in eurer Pipi-Langstrumpf-Welt die Hände reichen und so tun, als wären Männer Frauen und Frauen Männer. Aber für mich ist dieses sich selbst in die Tasche lügen nix. Muss ich auch gar nicht und kann übrigens auch gar kein Mensch. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ein Nazi vor mir, rede ich nicht unvoreingenommen mit dem. Telegram oder ähnliches verbreitet. Und natürlich wird so... Hält einfach, das ist nicht ernst. Oh Gott, Telegram ist ja auch so ein Schmutz. Telegram ist auch so ein Schmutz, das hat die Wechseljahre Else von der Tagesschau letztens gesagt. Also eine ganze App verteufeln, das weiß man doch. Nazi, bis man es gegen Steuern und klingt mich mal aus. Was? Nein! So weit gestreut ist der Begriff nicht. Man ist gegen Steuern.
Was? Ja, alle Menschen, die gegen Steuern sind, gleich Nazis. Ich sag, wie es ist. Da kenn ich nix. Da kenn ich wirklich nix. Was, du bist gegen Steuern? Nazi, einfach. Straight up Nazi. Er versucht hier den Nazi-Vorwurf ins Lächerliche zu ziehen mit dem Strohmann, dass jeder, der gegen hohe Steuern wäre, ein Nazi ist. Dabei bist du doch selbst der fleischgewordene Nazi-Vorwurf, plapperst alles nach, was von der linksextremistischen Antonio Amadeo Stiftung kommt und meinst damit auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft zu sein. Thema, die Aussage, dass er, wenn dieser Feroz Khan veganen Aktivismus macht. Nein, doch hör doch auf, Nazis zu unterstützen. Nein, so weit gestreut ist der Begriff nicht. Nochmal, Nazis und Rechtsextreme sollten niemals eine Plattform bekommen. Punkt. Das ist genau das, was er sagt. 100% richtig. Warum redet ihr eigentlich immer von Nazis und Rechtsextremen, wenn rechts alleine doch für euch schon ausreicht, um sich ins gesellschaftliche Abseits zu katapultieren? Ich verstehe dieses unentschiedene Alternieren zwischen den Begrifflichkeiten nicht. Ist es einfach Unsicherheit oder ist es gezieltes Dogwhistling? Abgesehen davon, dass es eine Definitionsfrage ist und es hier auch um Framing und Machtgefälle geht, warum seid ihr nicht so ehrlich und sagt, jeder, der nicht meiner Meinung ist, ist ein Rechtsextremer und damit außerhalb der Verhandlungsbasis? Das wäre zumindest ehrlich. Und es gibt schon einige Beispiele mit Talks mit rechten Akteuren, die sie geführt hat und den... Kaspar, ich kenne die alle nicht, aber cool. Du kennst noch nicht mal die, von denen hier die Rede ist, aber hast dennoch eine gefestigte Meinung zu ihnen. Den quasi damit auch eine Plattform bietet. Oder auch Leon Lovelock, der auch mal gerne ganz oft hart schwurbelt, gerade auch was Corona angeht. Da wird ein Feroz Khan als Held gefeiert, weil er jetzt anscheinend vegan wurde und vegane Ansichten über Telegram oder ähnliches verbreitet. Und natürlich wie sofort... Super. Ich will sofort an diese Person eine Anfrage. Bekommt tatsächlich sehr faden Beigeschmack alles gerade. Ich muss eine Sache gestehen an der Stelle. Ich erwische mich regelmäßig dabei, wie ich den Erkenntnismut unserer Gegner maßlos überschätze. Es ist schwer vorstellbar, dass wir hier von erwachsenen, fertig sozialisierten Menschen reden. Ich habe in den letzten 6 Jahren an die 200 Videos publiziert und hier 6 Gegner vorgestellt, die auf mich reagieren. Außer Ad hominem-Angriffen, Gelächter und sonstigen Nervenzusammenbrüchen, kein einziges Argument, nicht einmal der Hauch eines Versuchs, Schlomo oder mich inhaltlich anzufechten. Ihr seid nicht gut gebildet oder besonders kritisch, ihr seid gut dressiert. Ihr seid Schoßhunde von Kahane und dem Staatsfunk und ihr merkt das noch nicht einmal. Erkenntnismut, Fehlanzeige. Kritisches Hinterfragen von gesellschaftlichen Paradigmen, Fehlanzeige. Selber denken, Ende der Durchsage. Der Fernseher hat gesagt, seht ihr diesen Ort, da dürft ihr auf keinen Fall hingehen und ihr habt brav genickt und den Leckerli geschluckt. Und nein, deine Meinung ist schwierig oder fader Beigeschmack ist kein inhaltliches Argument. Nur Beleidigungen und Diffamierungen und das trotz des Eingeständnisses, unsere Bubble nicht einmal zu kennen. Kaspar, ich kenne die alle nicht, aber cool. Und das kommt mir sehr bekannt vor aus einer persönlichen Auseinandersetzung. Es gab nämlich jemanden, der mein Tun hier seit Beginn, seit den ersten Anfängen scharf kritisiert hat, einer meiner erbittertsten Gegner, bis hin zum Kontaktabbruch. Auf meine Frage hin, welches meiner Videos er denn angeschaut hat, kam die Antwort: Er hat ein Video gesehen und selbst das konnte er nicht zu Ende schauen. Sprich, er war erbitterter Gegner und hat mich bekämpft, wo er nur konnte, obwohl er nicht ein einziges Video von mir geschaut hat. Nicht ein einziges Video. Wenn es auch nur so etwas Ähnliches wie ein Argument gab, dann war euer bestes Argument gegen uns, dass wir gesprächsbereit sind. Das muss man sich einmal reinfahren. Wie verzweifelt musst du argumentativ sein? Wenn das Beste, was du deinem Gegner vorwerfen kannst, ist, dass er gesprächsbereit ist. Wie soll man Worte dafür finden? Und diese Leute, die ich euch heute vorgestellt habe, die wie gesagt kein einziges inhaltliches Argument gebracht haben, reihen sich in die Mainstream-Herde ein, weil sie das Vorstellungs- und Toleranzvermögen einer Amöbe besitzen, wenn es zu anderen Sichtweisen als die ihren kommt und erreichen damit Massen von Hunderttausenden. Ich wollte hier eigentlich Beispiele für Erkenntnisangst bringen, aber ihr habt keine Erkenntnisangst, ihr pisst euch buchstäblich ein, alleine bei dem Gedanken auch nur aus Versehen auf eines unserer Videos zu klicken. Unsere Thumbnails lösen wahrscheinlich Schweißausbrüche aus und jagen euch in euren Albträumen. Wie kann man so schwach sein, wie kann man so feige sein, wie kann man so sehr vor dem wegrennen, was man noch nicht gesehen hat? Neugier, Erkenntnismut, vielleicht auch nur gelegentlich mal die Begeisterung für eine intellektuelle Herausforderung. All das zusammengenommen kommt nicht im Bruchteil an euer Eierflattern heran, das ihr habt, wenn euch eins unserer Videos vorgeschlagen werden.
Ihr seid eine Blamage für das Volk der Dichter und Denker, ein Klotz am Bein der Demokratie und Debattenkultur. Ihr seid keine Selbstdenker, sondern bestenfalls gut dressierte Schoßhunde, die flennen zu Mama Tagesschau oder Funk rennen, wenn die bösen Rechten mal wieder ein Video rausgemeldet haben. Die Erklärung für dieses Verhalten ist die ursprüngliche Frage: Was, wenn dein Gegner Recht hat? Diese Menschen können diese Frage in Bezug auf uns nicht stellen, denn die Antwort darauf würden sie nicht aushalten. Dann machen wir dieses Terrain am besten gar nicht erst auf, denn es kann nicht sein, was nicht sein kann, weil es nicht sein darf. Es würde ihre Welt auf den Kopf stellen, es würde sie überfordern, in der Lüge oder Ungewissheit zu leben, ist leichter und deshalb erschlagen sie jeden, der vom Höhleneingang zurückkommt, um von seinen Erkenntnissen zu berichten, siehe hierfür das Höhlengleichnis von Platon. Unter uns Männern weiß man, Männlichkeit zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass man in der Lage ist, auch unangenehme Wahrheiten auszuhalten. Diesen Menschen fehlt es an Mut, weil sie, obwohl sie allesamt dem männlichen Geschlecht zuzuordnen sind, alles andere als männlich sind. Erkenntnis erfordert Mut und die Überwindung seiner Erkenntnisangst. Dass es auch anders geht, beweist dieser junge Mann hier, Oliver, genannt der extreme Veganer. Also für alle, die ihn kennen oder die mal seine Videos gesehen haben, er spricht sehr ruhig, versucht, sich nicht zu widersprechen. Er versucht, Sachen aufzuzeigen und zu erklären. Man kann verstehen, dass viele rechte Leute ihm folgen und unterstützen. Aber in diesem Fall als Held gefeiert, weil er jetzt anscheinend vegan wurde und vegan. Genau, er ist vegan geworden. Weil nach seiner Logik, nach seinen Werten, die ja nicht so krass feindlich sein können, ist er vegan geworden, weil er gemerkt hat, okay, es ist ein Problem in seinem Tun. Und die militante Veganerin hat recht. Er hat also den Ursprung von Diskriminierung verstanden. Ich habe selber ein paar Videos gesehen, ich habe selber eine Debatte gemacht, die ist auch noch live auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe gefragt, okay, ihr sagt, der ist rechtsextrem. Liefert mir einen einzigen Beweis. Einen Beweis nur. Ich habe dreimal nachgefragt, es kam nichts. Keine einzige, die haben die ganze Zeit darüber geredet, wie rechtsextrem der ist. Ne? Ich habe nur nach einer Beweis gefragt und es wurde keiner geliefert. Wer bist du denn, der entscheiden kann, mit wem sie reden darf oder nicht? Die nutzen diese Plattform ja nicht von ihr aus, das ist doch eher schädlich für die. Die anderen Themen behandelt und diesen Oh, was für eine Gefahr, dass eine Person sympathisch rüberkommen kann. Ganz ehrlich, man kann komplett, also der spricht ja den Leuten, den Zuschauern ab, dass sie fähig sind zu differenzieren. Der sagt ja, ich muss jetzt entscheiden, dass diese Person nicht die Plattform bekommen darf, weil generell sind ja alle Menschen dumm und deswegen da dürfen die den nicht sehen. Die Menschen können sich doch selber eine Meinung machen. Die können, wenn die jetzt jemanden sehen, den sie sympathisch finden, dann auf sein YouTube klicken und dann sehen, okay, der hetzt gegen irgendwelche Ausländer oder so, dann sagt man, den finde ich doch nicht so sympathisch, ich gehe wieder weg. Und das spricht er den Leuten ja ab. Der spricht den Leuten komplett ab, dass sie selber denken können. Ich habe auch mit ihm ein Gespräch auf meinem Twitch-Kanal geführt. Das habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Das war für mein Dafürhalten sehr aufschlussreich. Apropos Debattenkultur, ihr erinnert euch vielleicht noch an meine Auseinandersetzung mit Annabel Schunke vor mittlerweile fast 3 Jahren. Ich habe meinen Videokommentar gegen sie von damals auf privat gestellt und ich möchte auch euch bitten, die Sache damit dabei zu belassen. Ich kriege bis heute noch Nachrichten für dieses Video, Leute, die mir auf die Schulter klopfen und weiterhin gegen sie schießen. Das war damals nicht meine Intention und das ist sie auch heute nicht. Es war eine inhaltliche Auseinandersetzung innerhalb eines politischen Spektrums, die haben wir geführt und damit soll es auch gut sein. Ich denke, gerade mit Blick auf die rapide Verschärfung der Probleme dieses Landes, sollten die zuletzt verbliebenen kritischen Geister einander die Hand reichen und etwaige Kriegsbeile begraben. Meinerseits ist es eine Einladung zum Frieden und zum Dialog, bei Bedarf kann man sich auch gerne sachlich aussprechen. Das gilt im Übrigen nicht nur für Gleich- und Ähnlichdenkende, sondern auch für Andersdenkende, wobei die Exemplare, die wir heute kennengelernt haben, da lässt das Niveau wirklich zu wünschen übrig. Internierungslager können wir dann noch anders benutzen! Aber man soll die Hoffnung nicht aufgeben, ich bin ein Vertreter von Kommunikation. Dialog ist essentiell für eine Demokratie, das ist mitunter ein Grund, weshalb ich mit dieser Arbeit angefangen habe. In diesem Sinne, einatmen, ausatmen, dankbar sein, bis zum nächsten Mal.